Backmittel sind definiert als Mischungen von Lebensmitteln oder Mischungen von Lebensmitteln auch mit Zusatzstoffen, die einige Zwecke in der Bäckerei erfüllen. Das sind einerseits zum Beispiel Malzmehle, das kann Zucker sein, Milchprodukte, aber eben halt auch Zusatzstoffe wie Emulgatoren, Stabilisatoren, Säuerungsmittel, Enzyme, Mehlbehandlungsmittel etc. Backmittel gibt es in der Urform schon seit über 100 Jahren mit dem Backmalz. Aber einen richtigen Schub hat das Ganze erst gegeben nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals gab es zum Beispiel ein Nachtbackverbot. Da durften die Bäcker mit der Formung des Gebäcks erst um 4 Uhr früh beginnen. Das war von 1955 bis 1975. Und sollten dann aber um 6 Uhr das fertige Gebäck den Verkaufsstellen haben, und das war eigentlich die Blütephase der Backmittel, wo die Teigreifung beschleunigt wurde. Das war richtig da die Hochzeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Also was unterscheidet jetzt eine Bäckerei vom Heimbäcker? Der Heimbäcker bäckt sich vielleicht ein oder zwei Brote. Der Bäcker hat eine Backliste, der arbeitet sein Tagespensum ab. Im Gegensatz zum Heimbäcker, der freut sich, wenn es gleich ist, ist beim Bäcker der Anspruch viel höher. Und im Handel und in der Industrie noch höher, dass die Backwaren gleichmäßig sind, gleich ausschauen, gleiche Größe, gleiches Erscheinungsbild, gleiche Rösche. Und natürlich hat es auch andere Anforderungen an die Maschinengängigkeit. Und in dem Sinne helfen Backmittel dem Bäcker, sehr wohl seine Zeit besser einzuteilen, eine Vielfalt an Broten herzustellen und auch länger frisch haltende Brote zu machen. Und weil auch die Qualitätsschwankungen des Mehles damit ausgeglichen werden sollen, weil wir arbeiten ja mit einem Naturprodukt. Das nächste ist natürlich, dass die Mehlqualitäten enzymärmer geworden sind durch die Züchtung. Das heißt, wir haben weniger mikrobiologische Tätigkeit. Und somit werden dann auch Enzyme oder eben Malz zugesetzt. Ein Enzym ist ein Produkt, ein Protein, das eine Reaktion beschleunigt oder überhaupt erst möglich macht. Enzyme kennen wir von unserer Verdauung. Wir nehmen also Nährstoffe wie Stärke, zum Beispiel in Form von einem Brot und Gebäck, zu uns. Und schon mit dem Einspeicheln im Mund beginnen die Speichelenzyme die Stärke abzubauen, zu zuckern, und es geht dann weiter über den Magen, über den Zwölffingerdarm und so weiter. Sie kommen auch in allen organischen Zellen, das heißt in menschlichen Zellen, bei Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen vor. Enzyme werden hergestellt mit Hilfe von Biotechnologie. Man selektiert einen Mikroorganismus, einen Pilz oder ein Bakterium oder eine Hefe und lässt die in einem Fermenter wachsen. Und irgendwann ist die Population so weit angestiegen, dass entsprechend eine interessante Menge im Fermenter drinnen ist von dem Enzym. Dann wird das wie bei der Backhefe abgezogen, die Zellen werden aufgelöst, das Enzym wird aufgereinigt über verschiedene technologische Verfahren, also Filtrationsverfahren, Chromatographieverfahren. Dann wird das Konzentrat haltbar gemacht, indem es getrocknet wird und wird dann abgepackt und steht in trockener Form oder in flüssiger Form dann halt zur Verfügung. Das nächste ist natürlich auch, dass man dann in den 70er Jahren versucht hat, mit Emulgatoren das Volumen der Teige dann oder der Gebäcke zu vergrößern. Das war damals eine Errungenschaft. Emulgatoren sind im Prinzip Stoffe, die Fähigkeit haben, zwei unterschiedliche Stoffe miteinander zusammenzubringen. Emulgatoren stellen eine Brücke her zwischen Fett und Wasserlöslichem. Stellen Sie sich vor, Sie haben Öl und Wasser. Wenn Sie das miteinander vermischen, werden die sich nach kurzer Zeit trennen. Das Öl wird oben aufschwimmen. Und wenn man jetzt diesem Ganzen zum Beispiel ein Eigelb zusetzt und das vermischen und verrühren, dann haben Sie eine Mayonnaise, eine Emulsion.
Und verantwortlich, damit das gelingt, ist das in dem Eigelb enthaltene Lecithin, das als Vermittler und als Emulgator dient. Diese Emulgatoren haben einmal in erster Linie auf die Verarbeitung, dass sie trockene, wollige Teige machen, eine Auswirkung und haben dann auch auf die Frischhaltung eine geringe Auswirkung, dass das eben eine längere Frischhaltung hat. Bei der Volumensbildung helfen Sie mit, indem Sie die Blasenstruktur, die halt von der Hefe, vom CO2 oder vom Backtrieb erzeugt wird, stabilisieren. Sie helfen auch bei der Krumenstruktur, dass die Porigkeit passt. Man kennt diese Produkte dann eben an diesen sehr großen Volumen. Die schauen dann oft sehr aufgeblasen aus. Und wie gesagt, da sind dann vorwiegend solche Mittel dann zum Einsatz gekommen. Momentan haben wir halt leider die Situation, meiner Meinung nach, dass der Konsument halt eben dieses Riesensemmerl gewohnt ist, was komplett aufblasen ist. Ja? Weil ich sage immer, da muss ja der Leberkäse reinpassen, weil sonst wird jeder Konsument angefressen sein. Auf der anderen Seite will der Konsument natürlich auch eine kurze Zutatenliste, damit das möglichst clean ist. Und man muss jetzt halt so ehrlich sein, man schafft halt kein so ein Semmerl, was luftig ist, wo der Leberkäse reinpasst, ohne ein Backmittel. Ja? In erster Linie werden Backmittel eingesetzt für Kleingebäck, also für Semmeln, Brötchen, Mohnflässeln etc. Da werden eigentlich die meisten Backmittel verwendet. Bei Brot braucht man im Normalfall überhaupt kein Backmittel. Dort kann man, natürlich kann man auch was zusetzen, um mehr Wasser zu binden, aber das kann man mit naturbelassenen oder thermisch behandelten Rohstoffen auch sehr gut. Da braucht man nicht irgendwas zusetzen. Warum nimmt man Backmittel überhaupt? Also als Backmittel gibt es halt natürlich dem Bäcker eine gewisse Produktionssicherheit, weil ich sage jetzt mal, das Gebäck geht dann immer auf. Ja? Also man muss sich halt weniger um Stehzeiten scheren, um Teigtemperaturen etc. Es wird einfach immer. Und es ist halt dann eine Philosophiefrage, möchte man das haben, möchte man es nicht haben. Ich persönlich möchte sowas nicht haben. Ich habe dann gerne lieber ein viel kleineres Semmel und habe das Volumen, was der natürliche Rohstoff wirklich hergibt. Weil das haben ja ganz oft die ganzen Menschen schon vergessen, dass eben ein Weizensemmel nicht so stark aufbläst. Und da, glaube ich, war es eigentlich ganz wichtig, dass die Konsumenten auch wieder das Bewusstsein kriegen, welches Potenzial hat eigentlich ein natürlicher Rohstoff und was nicht. Es ist auf jeden Fall, wir sehen es als einen Rohstoff, den der Bäcker oder der Industrielle einsetzt. Und das sind ja auch Wirtschaftstreibende, die setzen so viel ein, wie sie müssen und so wenig wie nötig, weil das auch ein Kostenfaktor ist. Das heißt, es gilt das Gebot der Wirtschaftlichkeit, Kosten und Nutzen. Und es wird natürlich nur dann eingesetzt, wenn es einen gewissen Zweck erfüllt und einen Nutzen bringt. So, und jetzt liegt es eigentlich in meiner Verantwortung als Handwerksbäcker, dass ich ein Brot backe, wo ich mit bestem Gewissen das verkaufen kann, weil der Kunde kommt ja zu mir und schenkt mir sein wertvolles Vertrauen. Ja? Und da ist mit meiner Meinung, da darf ich kein Backmittel reingeben. Weil wenn man zum Handwerksbäcker geht, erwarten sie halt die meisten, dass nichts drin ist. Und da fängt das halt an. Und ich persönlich möchte halt den Kunden das dann halt auch bestätigen, wenn sie zum Handwerksbäcker kommen, wenn ich halt dort drin bin, dass es das wirklich frei von allem ist. Der vollkommene Verzicht von Backmitteln, gesetztenfalls würden einmal verboten werden, würde bedeuten, dass wir im Frischbereich Qualitätsschwankungen haben, dass der Semmel nicht jeden Tag genau gleich ausschaut. Drastisch würde es sich allerdings im Bereich der tiefgekühlten Backwaren darstellen, denn da wird es nicht gehen ohne Zusatz, dass man jederzeit frisches Gebäck rund um die Uhr bei jeder Tankstelle heute kriegt.